Hallo, hier ist Maini. Ein Rezept, das mich vor meiner Kochausbildung, während meiner Kochausbildung und jetzt nach meiner Kochausbildung immer noch begleitet, ist das Rezept der Crème Pâtissière. Crème Pâtissière ist auch unter dem Namen Vanillecreme oder Puddingcreme oder deutsche Konditorcreme bekannt und wird mit Stärke abgebunden. Warum ich diese Creme abgöttisch liebe, ist ganz einfach zu beantworten. Man kann sie als eine dickflüssige Creme irgendwo reinfüllen, also zum Befüllen verwenden. Man kann sie auch richtig stabilisieren und eine feste Creme draus machen, die man sehr schön spritzen kann, wie zum Beispiel in diesem Video von Paris-Brest. Man kann Schokolade reingeben und eine Schokocreme draus machen. Man kann eine Nougatcreme draus machen. Man kann eine Butter drunter heben und eine Buttercreme draus machen, eine Creme Mousseline draus machen. Aber jetzt verrate ich euch erstmal die Zutaten. Die Zutaten sind eingeblendet. Als erstes holen wir das Vanillemark aus der Schote raus und geben beides in einen Topf mit der Milch zusammen und erhitzen das Ganze. Später werden wir die Vanillenschote wieder rausholen. In der Zwischenzeit trennen wir die Eier. Wir brauchen nur das Eigelb. Während wir das Eigelb schaumig rühren oder schlagen, geben wir zuerst schrittweise den Zucker rein und dann die Stärke. Jetzt geben wir einen kleinen Teil der heißen Milch in die Eimischung rein und rühren das Ganze ganz schnell durch. In der Fachsprache spricht man hier vom Temperieren. Das heißt, wir bringen mit Hilfe der heißen Milch die Eimischung auf eine gewisse Temperatur, weil die Eimischung gleich zu der restlichen Milch, die immer noch auf dem Herd steht, dazugegeben wird. Wenn die Eimischung temperiert ist, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Eigelb in der heißen Milch stockt oder klumpt. Voraussetzung ist natürlich, dass wir ganz schnell rühren müssen, während wir die Eimischung langsam in die Milch laufen lassen. Innerhalb von wenigen Minuten stockt die Puddingmasse und kann vom Herd genommen werden. Die Gesamtkonsistenz könnt ihr jetzt mit einer Butterflocke verfeinern. Damit sich keine Haut auf der Creme bildet, könnt ihr Frischhaltefolie direkt auf die Creme drauflegen oder die Konditorcreme sofort auf einem kalten Wasserbad kalt schlagen. Solltet ihr eine Schokocreme draus machen wollen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um eure kleingehackte Kuvertüre in die warme Creme zu geben und das Ganze aufzulösen. Wenn ihr aber eine Creme Mousseline, also eine Buttercreme daraus machen wollt, dann lasst die Creme bitte auskühlen, schlagt zwischen 150 und 300 Gramm Butter schaumig, je nachdem wie butterig ihr die Creme haben wollt, und verrührt die Butter mit der Creme Pâtissière bitte schrittweise. Achtet bitte zusätzlich darauf, dass die Butter und die Creme eine ähnliche Temperatur haben, sonst läuft euch die Creme weg. Jetzt verrate ich euch, wie ihr aus dieser Creme eine spritzfähige, stabile Creme macht. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dieser dickflüssigen Konsistenz eine richtig stabile und spritzfähige Creme zu machen. Erstens, man gibt mehr Stärke rein. Zweitens, man schlägt Butter schaumig, gibt peu à peu in die Creme rein, vermischt das Ganze, macht also eine Creme Mousseline und dann stellt man das Ganze über Nacht in den Kühlschrank. Die Butter wird fest und macht die Creme richtig stabil. Dann lässt sie sich wunderbar spritzen. Wollt ihr noch mehr Videos über Cremes, zum Beispiel über die original italienische Creme oder die französische Buttercreme? Dann blende ich euch hier die Playlist ein. Viel Spaß dabei!